Einleitung. Vielen Dank auch für den interessanten Slot vor mir von Andreas und Sven. Ich denke, ihr habt dort schon ein bisschen was gesehen, was mit der Power Platform und Dynamics möglich sein kann. Ich werde euch noch versuchen, ein paar weitere Anregungen zu geben. Bedanke mich auch an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei all den Sponsoren, die hier damit ja, dazu beitragen, dass wir nicht mehr ein klimaneutrales Event sind, sondern wir sind mittlerweile ein klimanegatives Event. Wir haben eine, ich glaube, über 50, fast 60-fache Kompensierung des CO2-Austausches und ja, es ist schon klasse, wie die Dynamik da bei den Sponsoren auch vorhanden war. Es kam jeden Tag wieder neue Meldungen, wo Ludwig dann nur sagte, hey, wir haben wieder positive Nachrichten und für den Jan negative Nachrichten, weil für mich bedeutete das jedes Mal Anpassen der Webseite. Das heißt, jedes Mal einen neuen Sponsor hinzufügen, was aber wirklich viel Spaß gemacht hat. Genau, mein Name ist Jan Timperhaus. Ich bin auch unter dem Bloggernamen Dynamics unterwegs. Seit gefühlt 8 Jahren gibt es diesen Namen. Mich wundert immer noch, dass Microsoft mich noch nicht kontaktiert hat und diesen Namen haben will. Bin bei der Avanade als sogenannter Business Applications Evangelist im Black Belt Team unterwegs. Teilst du eventuell was? Aber also sehen tun wir es nicht. Ach so, hey, cool. Dann will ich doch mal gucken, dass ihr auch das seht, was ich erzähle. Aber gut, dass du aufgepasst hast, Tommy. Dann habt ihr jetzt auch meine Folie. Ich habe erst nochmal die Sponsorenfolie gezeigt. Die kennt ihr ja alle schon. Und bin dann nochmal bei mir. Wie gesagt, mein Name ist Jan Timperhaus. Bin unter dem Pseudonym Dynamics auch im Web unterwegs, bei Twitter und auch mit einem eigenen Blog. Bin bei der Avanade als Business Applications Evangelist im Black Belt Team unterwegs, wo wir Präsentationen rund um die Business-Applikationen machen. Also wir haben den Begriff Dynamics bei uns mittlerweile gestrichen, weil es einfach mehr ist. Werde ich aber gleich nochmal auflösen. Bin Mitglied im Leaderboard der Power Platform User Group München. Also wer Interesse hat aus dem Süden der Nation oder auch gerne aus allen anderen Bereichen der Nation, meldet euch bei uns. Bei LinkedIn findet ihr auch entsprechend eine Gruppe dazu, wo ihr daran teilnehmen könnt. Wir treffen uns alle circa 6 Wochen im Jahr zurzeit virtuell, um dort in kurzen Slots uns Themen präsentieren zu lassen, anzueignen oder auch zu diskutieren. Zusätzlich gehöre ich zu einem der Gründungsmitglieder des Power Partner Scale-Up Network, wo ja auch der Lutz in der Keynote von berichtet hat. Und wenn ihr mich bei LinkedIn kontaktieren wollt, findet ihr unten rechts einen QR-Code, den ihr einfach scannen könnt. Und schwupp, seid ihr bei LinkedIn, stellt die Kontaktanfrage oder folgt mir. Ich werde sie nach dem Event umgehend dann auch beantworten. Da bin ich ja auch schon bei der Frage, viele sprechen von Microsoft Business Applications. Was ist das eigentlich? Und was hat das mit dem Deutschland Powerton zu tun? Ich gucke mal so ein bisschen in die Vergangenheit. Es gab anno dazu mal bei Microsoft ein paar Produkte, die nannten sich Dynamics CRM und Dynamics ERP. Das hat so ein bisschen existiert bis 2016. Da kann ich mich noch dran erinnern. Da sitze ich abends im Hotel. Mich ruft mein Kollege ganz aufgelöst aus den USA an von einer Technical Conference und sagt, Jan, es gibt keiner X mehr. Es gibt jetzt nur noch Dynamics 365. Aber what the fuck, was ist das? Keine Ahnung. Das war im Endeffekt die Geburtsstunde von Dynamics 365. Wie hier geschrieben, das Datum, ab wann es das gegeben hat, ist fiktiv. Es wird auch weiterhin existieren, weil Microsoft angekündigt hat, es gibt nur noch eine Version, wir machen keine Versionssprünge mehr. Und hier seht ihr nochmal einmal so einen Umriss über all die Applikationen, die es so in dem ganzen Bereich von Dynamics eigentlich gibt. Der Sven und der Andreas haben vorhin den Bereich Finance und Supply Chain uns gezeigt, wo dann die Eingangsrechnung aufgetaucht ist. Aber es gibt dort noch viel mehr, was auch Kundeninteraktionen betrifft und so vieles. Aber da möchte ich gar nicht zu tief drauf eingehen. Ich möchte eigentlich viel mehr auf die nächste Folie eingehen, weil dazu kommt jetzt die Power-Plattform noch ins Spiel, die sich sehr stark mit Dynamics integriert. Wobei das eigentlich falsch ist, integriert, weil Power Platform ist die Grundlage unter Dynamics CRM. Das heißt, das, was wir jetzt hier in den letzten Tagen auch schon als Model-Driven App zum Beispiel gesehen und gehört haben, ist eigentlich die Dynamics 365 Sales-Applikation oder andersrum. Dynamics Sales ist eine Model-Driven App. Das heißt, wir haben ja eigentlich eine sehr tiefe Verzahnung der Power Platform mit den Dynamics-Produkten. Und daher auch mein Titel Dynamics Loves Power Platform. Und ja, das soll es auch schon mit der Theorie gewesen sein. Ich schaue nochmal, die nächste Folie ist schon eine Recap-Folie. Und damit steige ich auch da mal
ins System ein, beziehungsweise in meine Präsentation, und werde jetzt mal so ein bisschen durch ein paar Möglichkeiten gehen, was man eigentlich mit der Power-Plattform tun kann. An dieser Stelle sei gesagt, ich habe keine Ahnung von Programmcode im ERP-System. Ich habe keinen Schimmer, wenn die Entwickler da das Ding aufmachen, was das alles bedeutet, was da steht. Für mich sind das Hieroglyphen, für mich ist das eine Fremdsprache. Aber durch die Power-Plattform habe ich jetzt auch die Möglichkeit bekommen, ja, das System anzupassen und Prozesse zu automatisieren, ohne dass ich einen Entwickler brauche. Und ich beginne einfach mal mit einer, wenn ich es wiederfinde, da ist es, mit einer ganz einfachen Möglichkeit, Funktionen ins System reinzubringen. Und dazu habe ich jetzt hier mal eine leere App. In diese leere App füge ich jetzt einfach mal drei Elemente ein. Ich füge ein Label ein, ich füge ein Text-Input ein und ich füge noch einen Dropdown ein. Platziere mal eben diese Elemente so ein bisschen auf meiner Maske und habe jetzt als Vorbereitung schon eine kleine Formel in meinen Startscreen eingebaut. Hier geht es einfach nur darum, dass es im ERP-System eine Verbindung zu der aktiven Entity, also aktiven Tabelle gibt, und ich dort an der Stelle eine Variable, die sich hier FinOps Input nennt, setzen möchte, die dann entsprechend befüllt wird. Und ich setze mir hier jetzt noch einen Default-Wert, damit ich auch einen Wert habe, mit dem ich jetzt hier bei der Entwicklung auch spielen kann. Dem Label weise ich jetzt im Endeffekt die Variable zu, sodass dort entsprechend dann mein Text, jetzt in diesem Falle der Tisch, auftaucht. In Zukunft wird dort dann der entsprechende Wert aus dem ERP-System angezeigt. Dann habe ich hier ein Dropdown. Dieses Dropdown fülle ich jetzt im Endeffekt mit einem Connector, oder da nutze ich jetzt einen Connector. Da suche ich mir jetzt den Microsoft Translator an dieser Stelle, verbinde mich mit dem Translator und weise noch diesen Dropdown dann im Endeffekt den Translator zu, weil ich möchte jetzt hier eine Auswahl schaffen, wo ich die Sprache auswähle. Und da mir diese Kürzel immer wenig sagen bei Microsoft, ändere ich jetzt hier auch noch den Wert auf Name, sodass ich hier auch entsprechenden Namen der Sprache habe. Und in diesem Text-Input-Feld packe ich jetzt im Endeffekt die fertige Übersetzung rein. Und dazu gehe ich jetzt hin und sage einfach, Microsoft Translator, bitte übersetze mir doch den Inhalt aus Label 1, nämlich den Text, und wähle doch für die Übersetzung bitte aus meinem Dropdown, aus dem Selected, den Code, sodass ich dort entsprechend dann gleich eine Live-Übersetzung habe, was denn hier der Tisch auf Aserbaidschanisch heißt. Ich weiß nicht, ob wir jemanden dabei haben, der das übersetzen kann oder bestätigen kann, ob das stimmt. Aber das wäre im Endeffekt jetzt die Möglichkeit, das zu übersetzen. Jetzt speichere ich kurz einmal diese App hier ab. Hier gebe ich mal kurz einen Namen und speichere die App jetzt hier an dieser Stelle mal einmal, wie gesagt, ab. Gehe mal dann in meine Übersicht meiner Applikationen. Ich muss mal kurz einmal hier refreshen, dass ich auch die App hier wieder sehe, weil ich muss mir jetzt hier einen kleinen Hinweis aus der App klauen. Ich mache es nochmal ein bisschen größer. Ich glaube, das ist relativ klein für euch. Ich brauche nämlich hier diese App-ID. Und die kopiere ich jetzt einfach mal und nehme jetzt mal diese App-ID und wechsle ins ERP-System Dynamics for Finance and Supply Chain. Dort gehe ich jetzt mal in den Bereich der freigegebenen Produkte. In meinem Falle heißt das jetzt Release Products. Ich habe das System auf Englisch. Ich hoffe, das ist jetzt hier für die Demo für euch kein Problem. Und habe jetzt hier oben die Möglichkeit, eine Power-App hinzuzufügen. Und da klicke ich jetzt mal drauf, sage Add an App und füge jetzt im Endeffekt meine App hier hinzu, indem ich der App einen Namen gebe, gebe dem Ganzen noch die App-ID mit und wähle dann jetzt hier noch meinen Kontext, der mir übergeben werden soll, wenn ich die App aufrufe. Und dort suche ich mir jetzt den Produktnamen und sage dann einfach nur einfügen. Ich muss jetzt hier einmal den View speichern. Das hängt jetzt hier mit einem Feature, was hier aktiviert ist, zusammen, damit auch die App dort existent bleibt. Und aktualisiere einfach mal das System, gehe nochmal wieder in die Released Products zurück und wähle jetzt zum Beispiel mal den Schrumpfschlauch und siehe da, hier habe ich meine App Powerton und wähle die App einfach mal aus. Den Fehler können wir hier oben ignorieren und habe jetzt hier im Endeffekt eine Live-Übersetzung meines Produktnamens in jegliche Sprache, die der Translator zur Verfügung stellt. Irgendwo gibt es ja auch noch
klingonisch, sodass wir auch mit den Außerirdischen sprechen können und habe hier dann im Endeffekt die Möglichkeit, einfach nur das Ding zu übersetzen. Ich sag mal, das ist ein schöner Start für sowas. Das geht natürlich noch ein Schrittchen weiter. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel hingehe und meine Translate Version 2 mir nehme, habe ich jetzt hier die Integration noch ein bisschen komplexer gestaltet. Das heißt, ich hole mir jetzt auch den Produktnamen, wähle jetzt hier die Sprache aus, in die ich das gerne übersetzen möchte. Ich nehme jetzt mal hier das Finnische und habe dann noch hier die Möglichkeit, die Sprache zu wählen. Kann hier auch noch die anpassen. Das heißt, wenn ich jetzt der Fremdsprache mächtig bin und entdecke, dass das nicht vielleicht hundertprozentig passt, kann ich jetzt hier auch noch den Text entsprechend ergänzen und gehe dann hier auf Write Translation. Und jetzt wird im Hintergrund ein Workflow angestoßen, der, wenn er denn gleich gelaufen ist, synchronisiert ihr gerade noch so ein bisschen, automatisch auch diese Übersetzung entsprechend in meine... Okay, er läuft jetzt nicht, dann müssen wir nochmal gucken, warum er nicht läuft. Okay, er will gerade gar nicht mehr. Lass starten wir nochmal einmal neu. Ansonsten erkläre ich es gleich in der Theorie. Okay, dann müssen wir es in der Theorie machen. Diese Übersetzung der Button erzeugt dann im Endeffekt hier unter Produkt in den Translations entsprechend den Eintrag für die Fremdsprache. Ich habe jetzt hier zum Beispiel das Italienische, was dann da nicht mehr übersetzt ist, aber im Russischen ist, glaube ich, noch was drin. Hier habe ich das Russische mal übersetzt. Und so kann ich hier einen automatisierten Übersetzungsprozess rein mit der Power-Plattform aufbauen, ohne dass ich, wie gesagt, irgendwelche Kenntnisse in Entwicklungen benötige. Ich muss mal kurz meine Kehle benetzen, weil sonst habe ich gleich keine Stimme mehr. Eine andere Integrationsmöglichkeit startet für mich in Outlook. Ich habe jetzt hier eine Rechnung. Jetzt bin ich bei dem Prozess, den Andreas und so vorhin gezeigt haben. Ich habe ihn nun ein bisschen anders aufgesetzt. Und zwar schicke ich jetzt hier aus meinem Postfach eine E-Mail mit zwei Rechnungen dahinter und sende das Ganze mal an ein Empfangspostfach. Wechsle jetzt mal den User und schaue mal kurz, was hier bei mir auf meinem SharePoint passiert. Auf meinem SharePoint wird nämlich gleich hier ein Dokument landen, weil ich habe hier zwei Workflows, die hier laufen. Der eine Workflow prüft im Endeffekt jetzt auf eine eingehende E-Mail. Kurz einmal, der ist wahrscheinlich nicht warm gelaufen. Jetzt kommt hier schon die E-Mail und verarbeitet die Dokumente. Die Dokumente sind jetzt hier auf meinen OneDrive abgelegt. Jetzt kommt dann gleich der nächste Workflow, der ähnlich wie bei Andreas und Sven dieses Dokument oder diese Dokumente gleich beginnt zu verarbeiten, um diese dann entsprechend im ERP-System zur Verfügung zu stellen. Ich habe hier einen anderen Weg gewählt als der Andreas und der Sven. Ich habe hier im Endeffekt die Rechnungen für physische Artikel, das heißt, wo auch vorher ein Lieferschein gebucht ist. Und bei mir findet die Genehmigung dieser Rechnungen im Nachgang statt. Das heißt, erst werden die Rechnungen ins ERP-System in die ausstehenden Kreditorenrechnungen importiert und von dort starte ich im Endeffekt dann die Dynamics integrierte Workflow Engine. Hier starten jetzt die beiden Dokumente, die werden jetzt beide verarbeitet. Können wir mal parallel laufen lassen. Ich gehe dann schon mal ins ERP-System rüber und wechsle hier in die ausstehenden Kreditorenrechnungen. Das war die Maske, die auch vorhin der Sven offen hatte. Und aktualisiere jetzt hier mal und warte hier jetzt auf zwei Rechnungen, die sich, die mit CIV beginnen. Die müssen jetzt kurz verarbeitet werden. Die laufen natürlich jetzt genauso wie bei Sven und Andreas durch den AI-Bilder. Hier sehen wir schon, hier sind die zwei Rechnungen angekommen. Und jetzt machen wir kurz einmal das Aktualisieren, bis auch die Purchase Order Number zugefügt ist und habe jetzt hier im Endeffekt meine Rechnung importiert. Und öffne mal jetzt eine Rechnung und im Gegensatz zu Andreas und Sven habe ich jetzt hier die Rechnung nicht nur auf dem SharePoint liegen, sondern ich habe sie jetzt hier auch noch in die Dynamics-Datenbank importiert, damit ich dann hier an dieser Stelle auch hier den Blick nochmal Prüfung vornehmen kann. Passt das denn eigentlich, was hier so drin steht? Das heißt, ich habe jetzt hier auf der linken Seite meine Informationen, wie sie im ERP-System in der entsprechenden Entity für Vendor-Invoices gepflegt ist und hier auf der rechten Seite habe ich mein
Rechnungsdokument, was ich dann jetzt natürlich noch mit den Informationen hier abgleichen kann, um dann entsprechend hier auf Workflow starten gehen kann, um dann den Workflow zu starten, der dann auch wiederum bei mir hier auch rausgeht aus dem ERP-System. Ich schaue mal gerade, ich habe diese noch nie durchgebucht. Ich buche sie jetzt zum ersten Mal und bringe sie in den Workflow rein. Diese erzeugt dann bei mir zwei Workflow-Items. Das eine landet im ERP-System, das andere landet auch in Teams. Habe jetzt die Rechnung im Endeffekt abgeschickt. Können noch mal einmal hier auf den Workflow schauen, der jetzt hier dann entsprechend in der Historie gleich zu sehen ist, was er da eigentlich tut. Und auch hier muss die Workflow Engine dann mal kurz anlaufen. Dauert jetzt einen Gedankenmoment, wo dann jetzt eigentlich der integrierte Workflow von Dynamics verwendet wird mit dem Absprungpunkt in Richtung Teams, wo ich dann in Teams die Rechnungsfreigabe durchführen kann. Warten wir mal kurz, ob er ankommt, beziehungsweise sehen wir auch gleich, dass dann die Rechnung dort verfügbar ist. Gehen wir mal wieder zurück zu meinem E-Mail-Postfach und ich schreibe jetzt einfach mal eine E-Mail an einen Kontakt, in dem ich jetzt gerne Artikel bestellen möchte, und schreibe dann noch, hallo, bitte schicke mir 14 Mal den Artikel M1011 heißt da. Gruß Jan, kann jetzt hier noch irgendwelche Prosa hinzuschreiben und schicke das Ganze mal an dieser Stelle ab. Ich gucke nochmal hier jetzt auf den Workflow. Jetzt ist im Endeffekt mein Workflow-Item created und ich gehe jetzt dann nochmal nach Teams und sehe jetzt hier schon eine Chat-Nachricht und schaue jetzt hier mal rein. Auch hier, ähnlich wie bei Andreas vorhin, eine Rechnungsfreigabeanforderung. Ich habe jetzt hier keine Details an der Stelle drin. Könnte jetzt von hier aus über Rechnung öffnen, auch das ERP-System wieder aufmachen, um dort in die Freigabe reinzugehen. Oder ich kann auch hier jetzt entsprechend genehmigen und habe dann in meiner Workflow-Historie gleich den Hinweis, dass das Work-Item approved ist. Das habe ich von extern gemacht und somit habe ich jetzt auch meinen Eingangsrechnungsgenehmigungsprozess, der in Dynamics bei mir komplett stattfindet, entsprechend erledigt und die Rechnung wird dann gleich entsprechend gebucht und ist dann für die nächsten Prozesse im Bereich Kreditorenzahlung entsprechend verfügbar. So, jetzt habe ich gerade den Überblick verloren. Wir waren bei der E-Mail. Die E-Mail wurde soweit versendet, ist auch in einem anderen Postfach eingegangen und wird jetzt im Endeffekt im Hintergrund verarbeitet. Gehen wir mal kurz einmal hier in Flows rein, um zu zeigen, was dort jetzt passiert. Ich habe jetzt hier eine Sales Order Creation Funktionalität und ich sehe schon, hier ist es auf Fehler gegangen. Warum? Gucken wir jetzt mal nach, was jetzt hier mein Fehler ist. Sehen wir gleich, aber im Endeffekt reagiere ich hier auf eine E-Mail, muss hier ein bisschen umformatieren, weil der Prediction Service von Microsoft kann mit den HTML-Funktionalitäten ein bisschen wenig anfangen. Das heißt, ich formatiere das um zu einem Plaintext, habe dann hier im Endeffekt die GetPrediction, das ist Luis, wo ich hier mit vordefinierten und trainierten Texten arbeite, wo ich jetzt durch das System unterstützt aus dem Text herauslese, dass die Artikelnummer mit einer Wahrscheinlichkeit von 94% erkannt wurde mit dem Wert 1011. Dann habe ich eigentlich noch eine Quantity, aber ich sehe schon, wahrscheinlich war mein Text nicht ganz korrekt, weil hier fehlen mir die anderen Entities. Gucken wir uns mal eine vorher durchgelaufene an. Gestern hat der Test nämlich noch funktioniert. Da habe ich wahrscheinlich den Text anders gewählt. Ja, ich hätte 10 Stück schreiben sollen. Also ihr seht, so gut das Modell auch trainiert ist, wenn es schlecht trainiert ist oder wenig, der Text nicht ganz passt, dann kriegt man noch nicht die richtigen Ergebnisse daraus. Wenn wir jetzt hier nochmal reinschauen in den Show More, dort finde ich dann jetzt auch die anderen Hinweise zu den Entities. Hier habe ich nochmal die Item Number. Hier war es die Artikelnummer 1000 mit einer 98%igen Wahrscheinlichkeit. Die Menge 10 und dann auch hier die entsprechende Einheit, die dort gewählt wurde. Und das habe ich dann im Endeffekt genutzt, um den Prozess weiterzuspielen und habe dann hier im Endeffekt noch ein paar Suchdaten gemacht, wo ich anhand der E-Mail-Adresse über den Kontakt zum Kunden gelangt bin, um dann für diesen Kunden eine Sales-Order anzulegen.
Das ist nämlich dann hier die Nummer 2185, die Sales Line entsprechend anzulegen mit der Artikelnummer und der Menge, um dann auch noch eine E-Mail zu versenden. Hey, lieber Kunde, wir haben deine Mail-Order empfangen und wir bestätigen dir voraussichtlich mit einem Liefertermin vom 7. November die Menge, die du bei uns geordert hast. Und ich nutze ja auch Teams, um zum Beispiel das Order-Management zu informieren. Da wird dann einfach nur in Teams hier entsprechend in einem Team im Order-Management eine Nachricht gepostet, 2186 zum Beispiel oder 2185, das war die gerade aus der E-Mail, wo ich dann auch hier als Order-Management-Mitarbeiter direkt über einen Link wieder entsprechend meinen Prozess weiterspielen kann und ja in der nächsten Maske dort lande. So, das wäre das Thema E-Mail-Verarbeitung an der Stelle. Wenn ich jetzt nochmal hier auf Dynamics drauf schaue, habe ich hier die Möglichkeit, mir auch ja, Funktionalitäten in mein System reinzuholen, die eigentlich mit dem System gar nichts zu tun haben. Und ich sage mal, der ein oder andere hier in diesem Kreise der Teilnehmer hat vielleicht schon mal den App in a Day besucht und sieht jetzt gerade eine bekannte App. Ich denke, das hat so eine Hälfte der Teilnehmer hier wahrscheinlich schon mal irgendwann erstellt. Und diese App hat eigentlich ja gar keine Verbindung zum ERP-System. Das heißt, ich kann hier Funktionalitäten in meine Oberfläche meines ERP-Systems einbinden, um zum Beispiel einen Menüplan anzuzeigen vom SharePoint oder um alte Systeme, alte Rechnungen von Altsystemen auch hier verfügbar zu machen, ohne dass ich als Mitarbeiter meine Maske wechseln muss, meinen Browser wechseln muss, kann ich das hier direkt mit einer Power-App entsprechend darstellen und dann auch ganz normal hier, wie man es aus dem App in a Day kennt, den Prozess der Power-App durchführen, so wie man auch das auf dem Handy oder in einer einzelnen Browser-Session sehen würde. Was kann ich hier weiterhin tun? Ich kann zum Beispiel mir Funktionalitäten ins ERP-System holen, die auch aus einem anderen System kommen. Das ist nämlich jetzt zum Beispiel ein View aus dem CRM-System oder eine Model-Driven-App. Das ist jetzt einfach nur die offenen Leads geöffnet als View und die habe ich hier integriert in meiner Oberfläche von ERP und kann dann von hier aus entsprechend den Lead-Prozess im CRM-System steuern, um dann hier zum Beispiel die Bewertung dieses Leads vorzunehmen. Ich habe hier an dieser Stelle sogar die Navigation ausgeblendet von dem CRM-System. Wenn ich das nämlich auch noch anders öffne, zum Beispiel über diesen MyOpenLeads, da habe ich jetzt im Endeffekt die gleiche Ansicht, nur jetzt habe ich hier die Navigation von Dynamics auch noch drin gelassen, einfach nur, um zu zeigen, dass hier wirklich System im System geöffnet wird. Dann haben wir vorhin wir was gesehen zum Thema ja, Dokumente scannen und Ergebnisse des Scans betrachten und vielleicht weiterverarbeiten. Ich weiß nicht, wer sich von euch schon mal mit der Document Automation von Microsoft beschäftigt hat. Das ist ja so ein kleines Preview, was dort aktuell existiert, wo ich auch im Endeffekt den AI-Bilder habe, der mir Dokumente verarbeitet, die ich dann in einer Power-App, das ist jetzt eine Canvas-App, entsprechend betrachten kann, validieren kann. Und hier fehlt dann jetzt eigentlich der nächste Button, um dann die Verarbeitung in ein angebundenes System weiter durchzuziehen und zu vollziehen, sodass wir dort dann auch einen End-to-End-Prozess haben. Aber hier ist auch der Connector für das Invoice-Processing in Richtung Dynamics angekündigt, laut Webseite. Da steht seit 6 Monaten drauf, Coming Soon. Ich bin gespannt, wie lange bei Microsoft Coming Soon heißt. Aber das Schöne ist, was man hier auch erkennen kann, ist, der AI-Builder, der hier wiederum im Hintergrund trainiert ist, liest Maschinensprache aus. Also das, was wir hier als Computerschrift Personenwagen sehen, finden wir hier oben wieder. Aber wir haben auch die Möglichkeit, Handschrift auszulesen, nämlich hier diese 2865 als Achsabstand finden wir hier auch wieder. Das heißt, wir haben ja auch die Möglichkeit, Formulare zu nutzen, wie Urlaubsanträge oder irgendwelche anderen Formulare, die im Unternehmen noch existieren, um diese ja vielleicht, bevor wir eine App bauen, zu digitalisieren, um die Prozesse dort entsprechend weiterzuspielen. So, dann habe ich noch einen weiteren Flow. Dieser Flow startet im Endeffekt auf Knopfdruck. Geht so ein bisschen in die Richtung von dem, was wir vorhin gesehen haben im Bereich Rechnungseingang. Jetzt müssen wir mal kurz einmal hier
schauen, PDF-Customer, die möchte ich gerne mal ausführen und wähle mir jetzt hier das Dokument. Das ist jetzt ein Dokument, was so aussieht. Das habe ich irgendwo mal im Internet gefunden. Das war irgendwo so ein Contoso-Beispiel, was ich jetzt mit Daten gefüllt habe und lasse das Ganze mal durchlaufen. Und auch hier in diesem Workflow passiert eigentlich nicht viel anderes, als wir vorhin gesehen haben in dem Eingangsrechnungsprozess. Das heißt, auch hier läuft eine Extract per OCR-Erkennung. Das heißt, auch dieses Dokument wurde von mir vorher trainiert. Und hier mache ich jetzt eigentlich nichts anderes wie bei dem E-Mail-Prozess. Das heißt, ich suche erstmal wieder nach Kontaktinformationen, dass ich den richtigen Kunden bekomme und lege dann für diesen Kunden auch gleich komplett den Verkaufsauftrag in meinem System an. Warten wir mal kurz. Und somit habe ich die Möglichkeit, hier auch ja, PDF-Bestellungen entsprechend zu verarbeiten. Hier oben steht jetzt ein Button für einen Manual Trigger. Da könnte natürlich jetzt genauso der SharePoint liegen, wo ich das Dokument dann empfange, um dann es entsprechend weiter zu bearbeiten. Aber hier wird jetzt im Endeffekt, wie gesagt, ein Auftrag erzeugt gleich im System, der dann für die weiteren Prozessschritte dort zur Verfügung steht. Gucken wir mal kurz, wie lange er noch braucht. Ich hoffe, nicht mehr allzu lange. Ansonsten schauen wir mal hier in meinen Test von vorher rein. Dort hat es im Endeffekt auch schon gearbeitet. Das heißt, ich habe erst den Kunden gesucht und dort habe ich dann entsprechend die Sales Order Header angelegt und die Positionen. Wir könnten mal einmal kurz Sales Order Header hier öffnen. Das ist die 2187. Gehen wir mal ins ERP-System rein und holen uns die Auftragsliste. Jetzt muss ich gerade selber gucken. All Sales Orders. Dort sollte die 2187 auch drin sein. Und dort habe ich dann jetzt entsprechend auch das Problem mit, dass ich den Cash nicht gefüllt habe. Darum dauert jetzt kurz die Maske einmal ein bisschen länger. Aber hier habe ich dann im Endeffekt meinen Auftrag mit den vier Positionen. Und wenn wir zurückerinnern, das sind meine vier Positionen mit den Mengen. Die wurden dann automatisch hier verarbeitet, sodass dort der manuelle Prozess des Erfassens einfach ja, wegfällt und ich hier meine Prozesse effizienter gestalten kann. Gehen wir nochmal in ein anderes Tool der Power-Plattform und wir haben hier zum Beispiel den Power Virtual Agent und ich fange jetzt mal an, mit diesem Power Virtual Agent zu interagieren. Was ihr jetzt hier seht, ist im Endeffekt eine Demo-Webseite. Das heißt, ihr könnt diesen ja, Power Virtual Agent auch in eurer Webseite einbinden. Den kann man in Portals einbinden, den kann man auch in Teams nutzen, um dort entsprechend Funktionalitäten zur Verfügung zu stellen. Und ich habe jetzt hier nochmal eine andere Art der Auftragserfassung. Ich bin in meinen Beispielen immer sehr saleslastig unterwegs. Was ich jetzt hier einfach mal durchführe, wo der Kunde sich einfach nur auf unserer Webseite anmeldet. Ich identifiziere mich jetzt hier über eine E-Mail-Adresse. Da kann natürlich auch eine andere Authentifizierungsmethode stehen, wo ich jetzt hier ja auch wieder im System nachgucke, welcher Kontakt ist das denn eigentlich, zu welchem Kunden gehört der. Muss jetzt dem System eine Artikelnummer nennen, sodass das System auch hier jetzt entsprechend im Hintergrund direkt auf das ERP-System zugreifen kann und über einen Flow mir Daten aus dem ERP-System zieht. Ich habe jetzt hier ein paar Daten, die ich hier anzeige. Muss dann noch dem System sagen, welche Menge ich denn gerne bestellen möchte. Gibt es noch eine kleine Zusammenfassung und schicke das Ganze dann mit einem Ja wieder ab. Und jetzt geht im Endeffekt der Workflow dann dahin und oder der Chatbot mit Hilfe des Workflows und legt jetzt auch hierfür eine entsprechende Bestellung im ERP-System an. Hier ist die Nummer 2191 schon angekommen und habe dann hier in meinem ERP-System, wenn ich dort einmal aktualisiere, ist auch hier die 2191 da. Und auch dort habe ich jetzt meinen Artikel mit der Menge 34 drin. Habe dann hier auch in meinem Order Management in Teams wieder eine Nachricht fürs Order Management und in meinem E-Mail-Postfach ist jetzt auch der Auftrag angekommen mit den 34 Stück. Das heißt, ich habe hier auch vollumfänglich die vollautomatisierte Kommunikation in Richtung Kunde und in Richtung interne Teilnehmer. Das lässt sich natürlich anpassen, weil, wie ihr wahrscheinlich schon aus Power Automate kennt, kann man da jetzt viele Dinge einbinden. Bis hin, dass wir auch bei Twitter posten, wenn dort ein Auftrag mit über 1 Million angekommen ist oder ähnliche Dinge, um dort diese Dinge einfach zu
automatisieren. So. Tommy, wie viel Zeit habe ich eigentlich noch? 14 Minuten. So viel habe ich noch. Okay. Dann gehen wir noch mal in den Bereich ERP-System rüber und gehen mal in den Bereich der freigegebenen Produkte wieder rein. Mit den ERP-Kollegen unter uns ist vielleicht schon mal aufgefallen, dass man jetzt hier oben rechts unter Options auch hier so ein Power Automate-Menü hat, wo ich jetzt im Endeffekt von hier aus ein Power Automate anlegen kann. Das machen wir jetzt mal. Ich gehe mal hier auf Create a Flow und lasse mir jetzt hier mal die Templates anzeigen und wähle zum Beispiel jetzt mal diesen hier, weil ich möchte mich jetzt auf den Business Events bewegen von Dynamics und möchte immer dann, wenn im ERP-System irgendetwas passiert, automatisch ja reagieren oder eine Information verschicken. Hier wird jetzt im Endeffekt schon ja ein vordefinierter Workflow angezeigt mit vordefinierten E-Mails und Ähnlichem. Ich muss jetzt hier eigentlich nur noch hingehen und meine Umgebung auswählen, muss dann nochmal auswählen, was ich denn eigentlich für eine Kategorie wähle. Wähle jetzt hier mal die Alerts. Ich möchte gerne auf den Warnregeln dort arbeiten und habe dann hier einfach mal das Business Event, wenn ein Alert Rule ist triggered. Und wähle dann jetzt noch aus, in welcher Legal Entity, also in welchem Mandanten ich mich befinde, wenn ich das ausführe. Und hardcode jetzt hier an der Stelle mal einmal die E-Mail-Adresse, weil ich jetzt hier keine Dynamik drin habe. Da könnte ich jetzt natürlich auch irgendwie ein Team oder Teams einbinden. Und speichere das Ganze mal an dieser Stelle. Gehe dann mal wieder hier vorne zurück. Habe jetzt im Endeffekt, ready to go, das weiß ich, hier einen Workflow angelegt, der immer dann reagiert, wenn in Dynamics entsprechend was passiert. Und jetzt gehen wir mal in Dynamics rein und machen mal hier was. Ich gehe jetzt mal hier hin und lege ein neues Produkt an. Nehmen wir jetzt zum Beispiel den Artikel 1023, den nennen wir jetzt mal Dynamics 365 Marketing. Lege mal diesen Artikel entsprechend mit den notwendigen Informationen im ERP-System an, damit ich ihn später auch ja, für weitere Prozesse verwenden kann und nicht nochmal wieder komplett pflegen muss. Machen wir das einmal kurz vollständig. Gebe noch eine Einheit mit. Das ist jetzt für den Workflow unerheblich. Brauche ich nur in dem System. Und speichere das Ganze und speichere jetzt im Endeffekt ja, diesen Artikel im ERP-System und lasse dadurch dann durch die Alerts entsprechend gleich einen Workflow loslaufen oder eine Informationsmail loslaufen, die dann in Power Automate entsprechend mir Dinge erzeugt. So, der Artikel wurde angelegt. Wenn wir jetzt nochmal kurz einen Exkurs machen, ich habe ja vorhin mal gesagt, Dynamics CRM ist eigentlich Power Plattform. Ich öffne jetzt mal hier das Dynamics CRM und habe hier meine Produkte und ich hoffe, dass jetzt alles funktioniert hat. Suche mal nach meiner Produktnummer, beginne mal mit, Equal ist ja falsch, Filter by, Begins with, nehmen wir mal und suche mal nach meinem Artikel mit der Nummer 10 und hier ist auch der Artikel 1023 Dynamics Marketing angekommen. Das liegt daran, dass hier im Hintergrund das Dual Write läuft und mir meine Produkte hin und her synchronisiert, beziehungsweise aus dem ERP auch hier ins CRM reinspielt. Genau das Gleiche, wenn ihr euch an die Auftragsnummer von gerade zurückerinnert, die 2191, ist auch hier in meinem CRM-System drin, weil ich hier auch für die Entity Sales Orders entsprechend das Dual Write aktiviert habe. Gucken wir noch mal kurz in mein E-Mail-Postfach rein und schauen mal kurz rein. Und mein E-Mail-Empfänger hat jetzt auch die Nachricht bekommen, dass eine Alert angetriggert wurde. Ich habe jetzt hier nicht wirklich groß auf Schönheit geachtet bei der Anlage. Dort wurde die Rule 463 ausgelöst. Es wurde ausgelöst, weil ein neuer Artikel in den Items generiert wurde und der Artikel heißt jetzt 1023 Dynamics Marketing. Hier könnte ich natürlich auch noch hingehen und die Messages entsprechend ergänzen, indem ich hier in meinem Workflow entsprechend hier in meinen Conditions in der E-Mail hingehe und möchte dort weitere Informationen pflegen oder in meinem JSON entsprechend weitere Informationen mit angebe.
damit ich dort ja den richtigen Informationsgehalt habe. Und ich könnte jetzt das E-Mail ersetzen durch eine SMS-Nachricht, durch Teams-Nachrichten oder ähnliche Dinge, um dort entsprechend dann ja die Informationen zu verteilen, einen Prozess anzustoßen, könnte auch einen Genehmigungsprozess dann aktivieren, der ja immer dann anläuft, wenn ein neuer Artikel erzeugt wurde, könnte in To-Dos Aufgaben anlegen und, also viele Möglichkeiten, die dort uns dann entsprechend zur Verfügung stehen. So, jetzt überlege ich gerade, habe ich noch was vergessen? Vielleicht kommen wir da drauf, wenn ich meine Folie nochmal weiter durchklicke. Nur kurz als Recap, was habe ich euch gezeigt? Ich habe euch im Endeffekt mal eine Übersetzungsmöglichkeit gezeigt, wie ich automatisch Artikel übersetzen kann. Dieses Thema hier habe ich euch nicht gezeigt, liegt daran, dass mir leider die Europäische Kommission irgendwie den Connector geändert hat und ich das so schnell nicht mehr fixen konnte. Aber hier geht es im Endeffekt darum, dass ich in CRM oder in ERP mit einer Embedded-App auch externe Services wie zum Beispiel eine Umsatzsteuer-ID-Prüfung ansprechen kann und dann das Ergebnis zurückbekomme mit diesem grünen Häkchen, dass die Umsatzsteuer-ID korrekt ist, dass der Company-Name und die Company-Adresse angegeben ist, sodass ich dort kontrollieren kann, ob es sich wirklich um den Kunden handelt. Anekdote, wenn ihr das mit deutschen Nummern probiert, findet ihr nur die Information, dass es okay und welche Nummer gecheckt wurde. Aus Datenschutzgründen wird bei der freien Version der Company-Name und die Company-Adresse leider nicht übergeben. Apps Embedded, auf der linken Seite die Canvas-App, die ich euch gezeigt habe, und auf der rechten Seite einen anderen Screenshot von den Leads, die ich dort im System direkt eingebunden habe. Power Automate interagiert mit Dynamics. Hier auf der linken Seite seht ihr einen Prozess, den habe ich euch heute nicht gezeigt, wo aus Forms im Endeffekt ein Lead angelegt wird und dann auch noch jemand informiert wird, dass dort ein neuer Lead vorhanden ist. Den mittleren Prozess mit dem Sales Order Creation habe ich euch gezeigt, wo die E-Mail im Endeffekt zu einem Auftrag wurde. Auf der rechten Seite, das ist auch wiederum ein Business Event, der es erlaubt, automatisch, wenn eine Rechnung gepostet wird, eine Information zu versenden an den Kunden. Hier ist deine Rechnungsnummer, hier ist der Rechnungsbetrag, was auch immer dort transportiert werden soll. Hier aufs CRM haben wir die Möglichkeit, auch direkt in der Oberfläche Flows zu starten. Das heißt, wenn ich einen Datensatz markiere und diesen Run Verify Tax Exempt Number starte, habe ich hier in meinem Beispiel automatisch den E-Mail-Versand, dass der Kunde seine Tax-Nummer, also seine Umsatzsteuer-ID-Nummer bestätigen soll. Könnte natürlich jetzt hier auch wiederum einen Bestätigungsbutton einfügen, sodass wir dort auch den interaktiven Prozess mit dem Kunden haben, dass der seine Nummer selber aktualisieren kann. Virtual Agent habe ich euch gezeigt, wo ich den Auftrag mit dem Agenten angelegt habe, mit dem Chatbot. Hier seht ihr den Entwicklungsschirm, war auch ein Slot bei uns auf dem Powerton, wo jemand das präsentiert hat, wie ich dort entwickeln kann. Entwickeln ist jetzt hier wirklich nur ein Text füllen, ein bisschen Variablen ausfüllen, einen Power Automate aufrufen und den wie Lego, sage ich mal, zusammenzuklicken. Und das war es eigentlich schon. Jetzt muss ich eine Sache noch auflösen, weil ein Prozess hat leider nur funktioniert, wenn wir entwickeln, und zwar der Prozess Vendor Invoice Automation. Ich sage mal, diejenigen, die sich bei uns hier in dem, in dem ERP-Kontext bewegen, wissen wahrscheinlich, dass eine Entität für dieses Vendor Invoice Automation, nämlich um die Dokumente hochzuladen, nicht public ist, das heißt damit nicht in der Power-Plattform standardmäßig verfügbar. Das heißt, wir haben im Endeffekt die Vendor Invoice Document Attachment Entity kopiert, den Haken für Public gesetzt und ab da konnte ich sie auch in der Power-Plattform verwenden. Also ihr seht, auch mit kleinen Anpassungen kann ich hier noch viel mehr Funktionalitäten bekommen, um dort ja dann zum Beispiel das Dokument hochzuladen, weil das geht im Standard im Moment aktuell nämlich leider nicht so wirklich. Und das war mein Input zum Powerton Dynamics Loves Power Platform. Und ich habe jetzt nicht auf den Chat geachtet, was dort für Fragen aufgekommen sind. Und stehe dort vielleicht noch zur Verfügung. Sind noch Leute überhaupt da oder sind alle weggelaufen, weil es langweilig war? Ich weiß es nicht. Es sind noch Leute da. Also ich habe euch, Sven und Andreas, euer Beispiel war eine gute Vorlage. Ich konnte meins doch weiterverwenden.
Ja, sehr gut. Also auch vieles, wo wir darüber gesprochen hatten, was in Dynamics denn alles möglich ist, hast du ja tatsächlich aufgegriffen. Und ich hatte es ja schon geschrieben. Man hätte denken können, wir hätten uns vorbereitet. Ja, haben wir doch auch. Ja, natürlich. Zumindest im Chat waren sonst keine weiteren Fragen. Es gab ein paar Kommentare, aber Fragen an sich nicht. Jan, vielen Dank für deine Session. Gerne.